Ich begrüße euch zu unserem zweiten Podcast diese Woche. Diesmal soll es rein um NXT TakeOver und vielleicht ein bisschen um die Hall of Fame gehen. Aber wie gesagt, vorwiegend um NXT TakeOver, was unfassbar stark war, mal wieder eigentlich. Völlig so zu erwarten, so würde ich sagen. Und das Ganze ging im Prinzip los mit einer kleinen Pre-Show, in der man unter anderem das Finale dieser Million-Dollar-Challenge von WWE 2K gesehen hat. Und der Contender hat natürlich gewonnen, weil, ja, wir haben vermutet, dass AJ ihn halt einfach gewinnen lassen. Weil, ich meine, was hätte AJ davon, den Mann an einer Million Dollar zu hindern? Ich weiß auch nicht. Ja, war ganz nett aus meiner Sicht. Der Contender spielt so ein bisschen die Heel-Rolle, macht das auch sehr, sehr gut, gewinnt die 1 Million Dollar, alle sind glücklich, kann man machen. Möchte da jemand was sagen? Sieht nicht so aus. Gut, dann steigen wir in die Main-Show ein. Die Main-Show beginnt mit dem epischen Einzug der War Raiders, denn das Tag-Team-Titel-Match macht den Opener und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn die mit diesem Einzug reinkommen. Ich finde das einfach geil, dass sie da so eine komplette Truppe an Rittern dann da stehen haben und alles ist eigentlich mit Feuer beleuchtet. Dieser Einzug ist einfach geil. Und ja, dann haben wir ein unfassbares Match zu sehen bekommen. 18 Minuten 40 gegen Aleister Black und Ricochet. Und ja, die War Raiders entscheiden das Match für sich, was meines Erachtens einfach auch zu erwarten war, weil sie den Titel gerade erst gewonnen haben und dazwischen durch das Tag Team Turnier eigentlich nie eingesetzt wurden. Von daher war für mich klar, dass sie das Match gewinnen werden und ja, so war es dann auch. Was noch ganz, ganz wichtig ist: Danach gab es noch eine Respektsbekundung von den War Raiders an Aleister Black und Ricochet, als die Gewinner ihre Titel in die Mitte des Rings gelegt haben und sich vor den Herausforderern verbeugt haben, weil diese mit dem Match auch ihren Abschied bei NXT geben. Und ja, das Ganze endete dann in Standing Ovations für Aleister Black und Ricochet, und Ricochet war auch sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Das unter den Augen von Toni Storm und, wie hieß die andere Dame? Ach ja, Piper Niven. Ich fand's sau stark. Was sagt ihr? Ich muss sagen, dieser Einzug von den War Raiders war wieder fantastisch. War ähnlich wie beim letzten Mal, aber tut nichts zur Sache. Und dann dieses Match. Diese Chemie, die diese beiden Teams miteinander da entwickelt haben. Absolut fantastisch. Dann, wo Ricochet und Hansen im Ring waren. Manchmal habe ich mich einfach gefragt, wer ist denn der Highflyer von beiden? Ricochet oder doch Hansen? Ich weiß immer noch keine Antwort drauf. Die haben sich da unglaublich gebettelt und dann auch einmal aus dem Nichts der Größere der War Raiders, der Wow, mit einem Suicide Dive. Ja, die haben sich's unglaublich gegeben. Hansen wieder so Beweglichkeit gezeigt. Wow, mit seinen Kicks und seiner unglaublichen Kraft. Einfach nur fantastisch, dieses Match am Ende. Gewinnen die Richtigen nach einem der vielleicht besten Tag-Team-Matches, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich wollte auch gerade schon sagen, das ist für mich definitiv auch das beste Tag-Team-Match, was ich je gesehen habe. Und ich glaube, da kommt auch in naher Zukunft kein anderes dran ran. Besonders erinnere ich mich hier bei dem Match noch an den Fall-Away-Slam von Ricochet an Hans. Das war, glaube ich, einer der größten Oh-mein-Gott-Momente von ganz TakeOver. Und das als Opener, das kann schon viel versprechen, gerade bei den beiden. Was man auch gemerkt hat, man hat zwischen den Matches immer gemerkt, okay, Ricochet macht viel mit Hansen und Aleister Black viel mit Rowe. Aber vielleicht daran liegt das gut. Ich schätze jetzt mal, Rowe hat viel mit Aleister Black zu tun gehabt wegen den ganzen Kicks. Ich glaube, das passt auch perfekt. Und Hansen halt dann mit den High-Flying-Aktionen, die man so von ihm nicht glauben würde. Also es war schon ein ordentliches Match und wie gesagt, als Opener kann man da nichts mit falsch machen. Das sehe ich genauso. Ein hammerreines Match von zwei extrem kleinen Tag-Teams. Ich muss Daniel da definitiv recht geben. Also dieser Einzug ist einfach nur genial. Wir wünschen uns ja alle, dass wir ihn dann im Herbst in WWE 2K20 bekommen. Obwohl wir das immer noch in die Bezweifel, wir kennen ja 2K. Ja, wäre Hammerreil. Ja, zu dem Match. Ja, wie Malu sagte, wer ist hier der Highflyer? Berechtigte Frage, denn wenn man die War Raiders das erste Mal sieht, denkt man so, okay,
zwei stämmige Typen, relativ langsam, von wegen. Hammer alles Match, beide Teams, sehr viele Highfly-Moves gemacht, wie man es echt kennt. Und ja, im Endeffekt sieht der War Raiders nach 18 Minuten, wo ich auch sagen muss, endlich wieder richtig viel Matchzeit für Ricochet und Aleister Black. Wenn man das in den Wochenshows bei 7-10 Minuten rumgetingelt sind, je nachdem, jetzt fast 20 Minuten, genial. Also, ich finde, Ricochet und Aleister Black passen auch sehr gut als Tag-Team zusammen, die harmonieren sehr gut und alles. Also, echt ein Hammer-Match zum Auftakt von einem Hammer-Pay-Per-View, der die Messlatte für das Wochenende echt hochgelegt hatte. Und das am Freitag schon. Ja, die Messlatte war verdammt hoch, aber wie wir ja aus dem Podcast vorher wissen, diesmal hat WrestleMania es geschafft, anzubleiben. Absolut zweifelsfrei. Wir kommen dann direkt zum nächsten Match, was schon alleine auch vom Aufbau und vom auch hier wieder Einzug gerade von Velveteen Dream, das hätte auch super der Opener sein können. Stellt euch bitte Dreams Einzug als Opener vor, das wäre genauso geil gewesen, denn dieser kommt tatsächlich auf einem fahrbaren Podest und trägt quasi die Krone der Freiheitsstatue, was natürlich Sinn macht für ein New York Event. Mega geil und ja, er darf sich mit Matt Riddle auseinandersetzen und wir haben echt gedacht, alter Schwede, wenn die jetzt so weitermachen, kommt nur noch einer lebend aus dem Ring. Wer von beiden, konnte keiner so genau sagen, aber das kann eigentlich nur einer überleben. Denn die zwei, die haben ja ein Tempo und eine Härte an den Tag gelegt. Es ist unfassbar. Am Ende gewinnt dann glücklich Velveteen Dream und darf seinen Titel behalten. Allerdings nicht so deutlich, dass Matt Riddle darunter gelitten hätte. Nein, es war wirklich so, dass beide immer noch erhobenen Hauptes aus dem Ring gehen können. Und ich fand es einfach auch wieder so, wow. Das ist NXT, egal ob die Shows oder die Takeover-Events. Man kann sich da hinsetzen. Man sitzt eigentlich nach 3 Minuten mit offenem Mund da und kriegt den bis zum Ende der Show nicht wieder zu. Ganz kurz noch zur Matchzeit. Wir haben hier eine Matchzeit von 17 Minuten 32, also ganz ähnlich wie das erste Match. Kann man machen. Der nächste bitte. Ich habe mich vor dem Match tatsächlich gefragt, wie soll man Matt Riddle ordentlich, sag ich, besiegen, ohne dass es ihn schadet, ohne dass man irgendwie sagen kann, okay, das ist jetzt Bullshit, weil er war ja immerhin undefeated und in unserem Tippspiel, was wir da ja haben, habe ich auch auf Matt Riddle genau wegen dieser Sache getippt, dass man am Ende ihn dann in seiner eigenen, sag ich mal, in seinen eigenen Aufgabenmove noch einrollt irgendwie, macht das Ganze eigentlich ertragbar, sag ich mal. Und das Match an sich war auch verdammt stark. Man hatte wieder mal zwei Leute im Ring, die eine ordentliche Chemie zusammen haben. Und mich würde es ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn es nicht das einzige Match bleibt und wir beim nächsten Takeover wieder die beiden im Ring sind. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich würde mich auch freuen, die nochmal im Ring zu sehen gegeneinander. Am nächsten Pay-Per-View oder irgendwann vorher ist mir auch egal. Auf jeden Fall, dieses Match war fantastisch. Sie haben beide gezeigt, was sie können. Matt Riddle mit seinen harten Kicks und Aktionen und dann auch seine Aufgabegriffe die ganze Zeit. Es war super abgetimt, es war alles fantastisch. Und Velveteen Dream, ja, was kann er eigentlich nicht? Kommt ab und zu mit schnellen Aktionen, dann kommt er mit harten Aktionen, dann bringt er auf einmal einen Fame-Esser, dann macht er einen auf Hulk Hogan. Ich find's einfach nur geil, was der Typ macht. Im Endeffekt 17 Minuten 30, super Matchzeit, kann man machen. Matt Riddle verliert in seinem Aufgabegriff quasi nach dem Einroller. Ja, man hat ihn nicht schwach dastehen lassen, sondern sehr gut. Und ich glaube, da kommt noch was. Und ich freue mich drauf. Sehe ich genauso. Geniales Match. Freuen wir uns echt drauf, die noch ein weiteres Mal zu sehen. Vor allem beide haben es echt drauf. Ich hatte schon öfter gesagt, ich mag das Image von Velvety Dream nicht so unbedingt. Aber das ist ja eh Geschmackssache. Aber er ist ein klasse Wrestler, glaube ich, Matt Riddle. Bei Matt Riddle merkt man halt echt die MMA-Vergangenheit durch seine Kicks und alles drum und dran. Ja, 17,5 Minuten, auch wieder mal eine krasse Matchzeit. Wie Daniel schon sagte, man macht den Mund auf vor Staunen, bekommt ihn nicht mehr zu. Und genauso lief es bei diesem Match natürlich auch. Wie gesagt, die beiden haben sich nichts gegeben, wo ich dachte, wow, kommen die drauf lebend raus. Hammer-Match, gerne mehr davon WWE und weiter geht's.
Genau, und weiter geht es mit zwei ganz, ganz kurzen Einspielern, wovon einer vielleicht wichtig sein könnte für die Zukunft. Wir hatten einen kurzen Einspieler, wo man gesehen hat, dass die Undisputed Era Adam Cole ein bisschen anheizt für sein späteres Match. Nicht ganz so wichtig, aber wo man vielleicht drauf eingehen kann, ist, dass an diesem Wochenende ganz offiziell der Japaner Kushida bei NXT unterschrieben hat. Und damit der WWE jetzt zur Verfügung steht. Das ist vielleicht für die Zukunft noch ganz interessant. Und ja, was wir dann sehen ist, dass ein Percy Watson Gastkommentator macht bei dem dann folgenden Match. Und ich muss sagen, neben dem Main Event habe ich mich auf dieses Match tatsächlich fast am meisten gefreut. Denn wir reden vom United Kingdom Championship Match zwischen Pete Dunne, dem Champion, und Walter. Ja, schlussendlich gewinnt Walter nach einem Big Splash, wo vorher definitiv noch eine Avalanche Powerbomb rausging, nach 25 Minuten 31, und beendet damit eine fast 700-tägige Titelregentschaft von Pete Dunne. Und alter Verwalter, ja, das war bewusst so gewählt, krass, haben die abgerissen. Wir haben gesagt, man hat gesehen, es ist ein ganz anderes Match vom Bewegungsablauf. Es war sehr technisch und es war auch nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel ein Ricochet. Aber es war trotzdem geil anzusehen. Ein Evo, der mit uns im Discord gesessen hat und bis dahin ja eigentlich noch so gar nichts von Walter gesehen hat, hat zwischendurch gesagt, Alter, das hätte ich dem Riesen gar nicht so zugetraut. Krasse Moves, natürlich unverkannt seine Chops. Das war schon was. Und ich finde, nach fast 700 Tagen kann man dann auch mal den Titel verlieren. Von daher für mich der absolut richtige Gewinner. Übrigens damit auch endlich mal wieder ein deutschsprachiger Champion. Alles gut. Nächster bitte. Das war für mich vom Match, von der Match-Ansetzung von Anfang an schon klar, dass Walter das Match für sich entscheiden wird. Aber man muss auch ehrlich sagen, so sehr ich nicht den Ringstil mag mit dem technisch basierten Matches, sondern sehr mehr auf schnellere Matches stehe, hat mich das Match schon umgehauen. Also 25 Minuten und mir war zwischendurch nicht einmal langweilig, weil man immer im da saß und sich gedacht hat, okay, was kommt als nächstes? Und gerade bei einem Walter, der wirklich viele verschiedene Moves hat, und halt auch noch seinen Job, der halt wirklich total aus der Hölle kommt, war das schon ein verdammt ordentliches Match, auch beide hier wieder mit einer ordentlichen Chemie zusammen. Und da bin ich dann auch gespannt, wie es da weitergeht. Nach jetzt knapp 700 Tagen für Pete Dunne als Champion war es dann auch abzusehen, dass er den Titel verliert. Kann man so machen. Und der nächste. Ja, ich muss das so sagen. Walter gegen Pete Dunne. Walter habe ich schon so viele Matches schon gesehen. Der ist einfach nur krass. Der kann sich bewegen. Das ist ein unglaublicher Techniker. Und ich stimme Luki zu. Ich bin auch keiner, der wirklich technisches Wrestling so ultra mag. Aber Walter macht es interessant. Denn er macht nicht die ganze Zeit irgendwie einen Griff und versucht den Griff die ganze Zeit durchzuziehen und dann macht er irgendwas anderes. Nee, er macht die ganze Zeit einen anderen Griff. Er macht immer was anderes. Und es macht das Ganze interessant, finde ich. Und vor allen Dingen, manchmal frage ich mich echt, will Walter seine Gegner im Ring umbringen oder was hat der da vor? Die Kicks und Chops und Schläge, alter Schwede, das ist ultra hart, was der durchzieht. Und ja, sein Dropkick, seine Body Splashes, die Powerbomb, die Avalanche Powerbomb, einfach nur genial. Und Pete Dunne hat wirklich sehr, sehr gut mitgehalten. Es war ein fantastisches Match. Helgi, was hast du dazu zu sagen? Eigentlich nichts, was ihr ja schon gesagt habt, außer dass es auch wie sein Hammer alles Mensch war. Walter, ein Kraftpaket von Mensch, ein Riese von Mensch sozusagen. Also geil. Wie gesagt, schön technisch basiert. Fand dieses Match auch echt genial. Mit 25 Minuten. Auch echt eine ganz schöne, wenn man das jetzt zum ersten Mal zu so lesen würde, denkt man so, boah, 15 Minuten, dann schon lang. Es kam einem lang vor, definitiv. Aber wie ich glaube, Luki war es eben, gesagt hat, es wurde nicht langweilig. Die 25 Minuten hat man zwar gemerkt, aber man hatte immer Power in diesem Match gehabt und alles. Echt genial. Und wie ihr natürlich auch schon gesagt habt, nach den 685 Tagen, um es genau zu nehmen, die Peter Nitz Champion war, kann man seinen Titel echt mal verlieren, ohne sagen zu müssen, schade, dass er verloren hat. Logisch ist es schade, aber wie gesagt, nach dieser Laufzeit kann man ihn echt mal verlieren, vor allen Dingen gegen jemanden wie Walter, der es echt drauf hat. Es ist halt ein 0-15 Gegner gewesen, wo er sagte, ja, okay, dumm gelaufen, sondern echt ein hart erkämpfter Titelgewinn von Walter und, wie Daniel sagte,
endlich mal wieder ein deutschsprachiger Champion, was ja echt selten ist in der WWE. Ja, das war so alles, was ich zu diesem Match zu sagen hatte. Zwei Dinge, bevor wir zum für mich langweiligsten und unnötigsten Match kommen des Abends. Wobei das Match gut war, aber es war für mich so, das war mittendrin und man wusste vorne, das war saustark und das, was noch kommen sollte, würde das auch nochmal toppen. Aber kurz zwei Sachen. Ich habe total vergessen, euch zu fragen nach eurer Meinung zu dieser Vertragsunterzeichnung von Kushida. Sollte man vielleicht noch kurz thematisieren. Wir wissen ja, Japaner und WWE, das funktioniert nicht ganz so gut. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich befürchte fast, dass er trotz seines Könnens bei der WWE einfach wieder untergehen wird, weil er wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, vernünftig Englisch zu sprechen. Und das ist einfach immer so scheiße schade. Ich kenne den Kushida, deswegen kann ich auch nicht sagen. Ich war gespannt, was er im Ring alles so zeigen kann. Man hat aber Shinsuke Nakamura gesehen, dass dass Japaner gerade bei NXT jetzt nicht so untergehen wie im Main Roster. Vielleicht überrascht er uns ja und abwarten. Ja, Kushida. Was habe ich zu ihm zu sagen? Er ist ein guter Techniker und ein sehr guter Highflyer. Also ein sehr schneller Wrestler kann er sein. Deswegen glaube ich, dass er nicht so wie ein Hideo Itami oder ein Shinsuke Nakamura vielleicht Schwierigkeiten hat, den WWE-Stil zu gehen. Ich glaube, das kriegt er sehr gut hin. Wie es mit dem Deutsch sprechen so ist, das wird man mit dem Englisch sprechen, Entschuldigung. Wow, alles klar. Wie es mit dem Englisch sprechen so ist, das wird man sehen. Aber ich traue ihm zu, bei NXT was zu reißen. Aber danach sehe ich leider schwarz für ihn. Ich glaube, da ist er ein bisschen zu klein und schmächtig für. Und ich gehe leider davon aus, dass er früher oder später bei 205 landet. Also ich kann es ihm leider gar nicht sagen. Ich kenne ihn absolut nicht, noch nie was von ihm gehört. Von daher warten wir es ab und wünschen ihm einfach viel Glück. Das sind mal einfache Worte, Hergi. Kann ich aber verstehen. Ja, und das Zweite, was ich noch anbringen wollte, war eben zu dem Match von Walter. Wir haben im Vorfeld, als das so die Einzüge liefen, haben wir schon drüber diskutiert und auch die Tage vorher schon. Eigentlich war hier schon klar, wer gewinnt, weil wer soll Pete Dunne den Titel abnehmen, wenn Walter es nicht schafft? Es gibt niemanden, der es hätte schaffen können und von daher war es eigentlich für viele von uns schon vorher klar und wir wollten sie auch alle so sehen. Ja, außer Tyler Bate, weil der hat Pete Dunne schon mal besiegt. Ja. Aber wozu hat das geführt, dass er sich vom selben den Titel wiedergeholt hat? Also steht es jetzt immer noch 2-1. Also. Nein, er hat den Titel gegen Tyler Bate das erste Mal gewonnen. Ach so, okay. Stimmt, du hast recht. Dann kann man immer noch sagen, dass man das ja schon gehabt hat. Wer sonst? Ja, wir, egal. Sehen halt im Moment erst den dritten UK-Champion. Zuerst Pete Dunne. Tyler Bate, Entschuldigung, jetzt verwechsle ich die auch noch. Mann, zuerst Tyler Bate, dann kam Pete Dunne und dann lange Pete Dunne und jetzt sehen wir Walter. Na gut, ihr seht, ich habe definitiv Leute, die in NXT noch besser bewandert sind als ich selbst, macht aber überhaupt nichts. Ja, und dann habe ich es jetzt lang genug versucht zu umgehen, aber wir müssen dann wohl zum Women's Championship gehen. Von NXT, Fatal 4-Way Match, Shayna Baszler, Bianca Belair, Io Shirai und Kairi Sane in einem Match. Shayna Baszler gewinnt nach einem Kerifuda-Klatsch an Bianca Belair nach 15 Minuten 37. Warum? Also, will mich da relativ kurz halten, denn da gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Das Match hätte, glaube ich, auf jeder anderen Card anders ausgesehen, sage ich mal, weil das halt schon echt unter den anderen Matches gelitten hat. Aber der Sieger ist für mich genauso unerklärlich wie für euch. Wollt's gerade sagen, lass mich kurz noch selber fertig lamentieren. Wir hatten so starke Gegner. Ich hätte mich selbst mit Bianca Belair anfreunden können, wobei die für mich auch überhaupt nicht auf der Karte stand. Ich war ja immer bei Io Shirai, weil man über den Titelgewinn dann den Split zwischen den beiden, also zwischen ihr und Kairi Sane, hätte wunderbar aufbauen können. Ich habe auch für Io Shirai getippt in unserem Tippspiel und dann kriegt man halt schon wieder Shayna Baszler auf den Bauch gebunden. Ich befürchte tatsächlich, dass unser Michi, der heute leider nicht da sein kann, wegen der doofen Arbeit, gar nicht so Unrecht hat und wir es ähnlich wie bei Kevin Owens damals erleben, dass Shayna Baszler in die Main-Shows geholt
wird, während sie den Frauentitel noch hält und ihn dann quasi noch einmal bei NXT verteidigen darf. Und ich glaube, dann kriege ich persönlich einen Kotzreiz. Ich sehe das Ganze ähnlich. Auch wenn ich sagen muss, ich fand dieses Match trotzdem gut. Ja, Shayna Baszler fand ich ein bisschen deplatziert in diesem Match. Ich hätte da lieber jemand anderes wie Mia Yim oder Candice LeRae oder so gesehen. Die hätten dem Match noch besser getan wie Shayna Baszler. Aber Shayna Baszler war ja nun mal die Championess und ist es weiterhin. Ich finde es auch nicht gut. Ich kann mit ihr ebenso wenig anfangen. Ja, was hat man da vor? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich glaube, wir haben ja heute Nacht hier... Also wir nehmen das ja auf, wenn Energie schon heute Nacht ist, die erste Folge nach dem Takeover. Und heute Nacht ist ja hier Candice LeRae gegen Vanessa Bourne. Vielleicht gibt man da ja schon einen Aufbau für Candice LeRae, um ihr den Titel abzunehmen. Zu wünschen wäre es ja auf jeden Fall. Ich will dich ja jetzt nicht irgendwie verbessern, aber die Gegnerin ist Aliyah. Beide irrelevant. Stimmt. Genau, so irrelevant, dass du sie mal verwechselt. Ja, Mario Basler, Shayna Baszler. Leider gewonnen. Was wollen wir mehr? Am besten jemand anders, der gewinnt. Nee, Match war ganz okay. Matchzeit hatten wir 15:37, Kirifuda-Klatsch. Ja, kann man mal machen, braucht man nicht. Bitte weiter. Eine positive Sache möchte ich noch erwähnen und die betrifft tatsächlich Shayna Baszler. Wir haben in dem Match einen vierten Move gesehen. Yay! So, wenn wir dann mit dem Trauerspiel fertig sind, würde ich sagen, gehen wir zum NXT Championship Match. Der Titel war vakant. Das Match war ein Two Out of Three Falls Match. Zwischen Adam Cole und Johnny Gargano. Und ich glaube, wir hatten kein Match auf der Card, was für so viel Diskussionsstoff gesorgt hat wie dieses. Weil es gab die Partei, die gesagt hat, Johnny Gargano muss gewinnen. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Weil sonst brauchst du Johnny Gargano nie wieder aufzubauen. Dann gab es die Partei, die gesagt hat, der ich auch gehört habe, Adam Cole gewinnt und man holt Johnny Gargano einfach in die Main-Shows. Gut, dann kam das Match, die eine Partei. Meine wurde eines Besseren belehrt, denn wir haben mit Johnny Gargano nach einem 2:1 Sieg einen neuen und verdienten Champion und dieses Match, absoluter Wahnsinn, über eine halbe Stunde, nein, über 35 Minuten tatsächlich, fast 40, Vollgas, Vollgas, Vollgas und ja, es war tatsächlich ganz, ganz schwer zu sagen, wer gewinnt vom Match, Verlauf her. Nach 13 Minuten 54 der erste Pin von Adam Cole an Johnny. Und der erste Pin kam und ich hörte aus dem Hintergrund, natürlich von unserem Callmaster, Johnny Gargano gewinnt. Ich dachte mir so, stimmt, eigentlich haben wir hier schon wieder Underdog, geht auch noch 0:1 in den Rückstand, kann eigentlich tatsächlich nur dazu führen. Und so sollte es ja auch sein. So, nach 20 Minuten, knapp 21, gleicht Johnny Gargano dann via Submission aus. Natürlich im Gargano Escape. Es steht 1:1 und weitere 18 Minuten später und gefühlt weiteren X-Finishern und einer Attacke von der Undisputed Era gewinnt Johnny Gargano dann endlich seinen verdienten Main-Titel. Ich glaube, mit Ausnahme von 3 Minuten relativ am Anfang, wo sie ein bisschen das Gas rausgenommen haben, um einfach ja sich auf ein wirklich längeres Match vorzubereiten, wusste man gar nicht, wo man hingucken sollte. Wir hatten Cuts am Auge, wir hatten Finisher ohne Ende, wir hatten zum Schluss meines Erachtens auch gut 5 Minuten zu viel und auch mit der Attacke, die der Schiri dann wieder nicht gesehen hat, weil er außerhalb des Rings lag, war es ein bisschen überzogen, aber das hat dem Match an sich, also der Matchleistung, keinen Abbruch getan. Ich bin völlig zufrieden damit und wenn es nach mir geht und nicht nach Vince, darf er den Titel jetzt gerne noch ein bisschen behalten. Ich befürchte nur tatsächlich, dass man sich doch bald dafür entscheiden wird, ihn irgendwie hochzuziehen. Und ja, mal gucken. Ich glaube, das war auch intern für uns das Match mit den meisten, gerade auch längst Diskussionen, gerade auch nach dem Pay-Per-View, wo es dann vorbei war. Denn an sich, das Match war schon verdammt stark, war für mich auch definitiv das Match of the Night. Noch über dem Tag-Team-Match, werden andere vielleicht anders sehen, aber auf jeden Fall der Meinung. Und das Ende, klar, war ein bisschen überzogen, gerade auch mit dem Angriff und dem Tag-Team-Finisher von der Undisputed Era.
und auch noch den Finisher von Ciampa außerhalb auf dem Ansagetisch, den Fairy Tail Ending. War es dann vielleicht doch so ein bisschen zu viel Finisher auf einmal, wo dann ein Gargano noch rausgekommen ist, aber an sich passt perfekt zu seiner Story, mit der Underdog-Story. Deswegen brauche ich da wirklich nicht viel dran auszusetzen. Johnny Gargano ist damit jetzt bei NXT der erste Triple Crown Champion, hat alle Titel gewonnen und was für mich dann auch nochmal so ein Indiz dafür war vor dem Match, dass ein Johnny Gargano gewinnen wird, denn Triple Crown Champion ist schon eine Sache, die sich halt wie gesagt noch niemand nennen durfte und wer ist der bessere erste Triple Crown Champion? Natürlich Johnny Gargano, deswegen macht das für mich Sinn und bin zufrieden. Für mich, wie gesagt, der beste Takeover-Event, seit ich die Takeover schaue. Und ja. Ich stimme dir erstmal zu. Ein sehr, 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 sehr gutes Match. Allein vom Wrestlerischen her vielleicht eins der besten Matches, die es jemals gab. Soweit gehe ich. Story kann man sich drüber streiten. Erstmal Match-Story super erzählt. Ich glaube, darüber kann man sich eher weniger streiten. Aber dann, wie Daniel gesagt hat, so ein bisschen am Ende überzogen. Es ist super erzählt, keine Frage. Aber natürlich kann man sagen, es ist überzogen und deswegen macht es das so ein bisschen kaputt. Ich finde da eher, wenn die Story gut erzählt ist und man es so her gut macht und dann auch noch mit so einem fantastischen Match, tut das dem Match keinen Abbruch. Aber da kann halt jeder eine andere Meinung haben. Ich finde, auch dieses Match war noch stärker wie das Tag Team Match. Da darf jeder gerne eine andere Meinung haben. Allerdings, Gargano, wie viele ultra geile Matches hatte der eigentlich bei NXT? Gegen Andrade Cien Almas. Die Matches gegen Ciampa. Jetzt das Match gegen Adam Cole. Das Match gegen Ricochet. Gargano ist einfach... Stimmt, gegen Aleister Black auch noch. Der Typ ist einfach nur krass. So viele geile Matches, wie der rausgehauen hat. Über das ganze letzte Jahr hinweg. Bis jetzt. Wenn man noch ein bisschen nach hinten weit ausholen möchte. Die Matches mit DIY gegen Revival. Ja, auch. Das ist einfach nur ultra krass. Er hat jetzt schon mehrere Matches gebracht, wo ich sage, dass es mit die besten Matches sind, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und da kommen auch so Sachen von New Japan nicht ran, wie Okada gegen Omega, meiner Meinung nach. Aber ja, ich habe fertig. Es reicht, sonst komme ich nie mehr aus dem Schwärmen raus. Ja, Malu, wenn er einmal im Schwärmen ist, dann hört er unser Malu niemals auf. Aber zum Thema Match, ja, geniales Match. Krasse Matchzeit, krasses Match, der Tour of Three Falls Match ist, wie ich finde, eher ein richtig geiles Match, wenn man es richtig anstellt. Und hier hat es die WWE bzw. Triple H richtig gebucht und die zwei haben es perfekt umgesetzt. Es war ein geniales Match mit diesen drei Pins bei 13:54, bei 20:50, im Endeffekt bei 38 Minuten 10. Ja, geniales Match. Was hier noch keiner weder von euch ist, dass gegen Ende des Matches die restliche Undisputed Era hier eingegriffen hat. Und der Reno Adam Cole mit einem Back-Body-Tops im Ring werfen konnte und dabei die Herren Strongfish und O'Reilly ausgeschaltet hat, was auch eine coole Sache war. Ja, alles in allem ein geniales Match gewesen. Doch, ich habe das erwähnt, das mal so nebenbei. Und okay, hab ich gehört, oder schon? Ich habe auch den Tag-Team-Finisher von denen angesprochen. Ja, gut, aber das spielt auch gar keine Rolle. Damit sind wir tatsächlich eigentlich am Ende von NXT TakeOver New York schon angekommen und ja, ihr merkt, NXT ist immer relativ einfach, weil auf 5 Matches beschränkt, aber dafür 5 saustarke Matches, mal mit Ausnahme von diesem einen. Ja, was können wir noch berichten von dem Wochenende? Es gab ja noch die Hall of Fame, die ich zumindest ganz kurz anreißen will, denn ich finde, wir hatten dieses Jahr eine grundsätzlich sehr, sehr starke Hall of Fame Class, gerade für Leute, die die WWE schon ein bisschen länger verfolgen. Das ging ja tatsächlich los mit dem Honky Tonk Man. Dann hatten wir natürlich die DX. Dann hatten wir, wen hatten wir denn noch? Wen habe ich denn jetzt? Die Hart Foundation. Ach, natürlich, die Hart Foundation. Dann hatten wir Harlem Heat. Dann hatten wir die Dame, ich habe den Namen vergessen hier von... Tommy Wilson. Nein, ich rede hier von der Dame von Make-A-Wish. Irgendwas mit Sue. Hutchinson. Genau, Sue Hutchinson, da ist es. Ja, und dann natürlich Tori Wilson, die meines Erachtens unheimlich stark war an dem Abend, wenn man bedenkt, dass 2 Tage vorher ihr Vater verstorben ist. Sie hat trotzdem... bis auf einen kleinen Moment, wo es sie dann doch wieder eingeholt hat, so viel positive Stimmung in ihrer Rede auch versprüht, dass man das bis dahin überhaupt nicht gemerkt hat. Also großen Respekt dafür. Und ja, was muss man natürlich jetzt noch erwähnen?
Booker T mit Harlem Heat jetzt ein Doppel-Hall of Famer und absolut mega erwähnenswert die, ja, ich will nicht mal Abschlussrede sagen, weil eigentlich war es eine Abschlussveranstaltung von DX. Also jeder, der sich jahrelang geweigert hat, die Hall of Fame zu gucken, der muss sich zumindest die letzten 35 Minuten von diesem Jahr angucken, weil wir haben hier mit 5, 6, 7 Mann gesessen und 5 davon haben ja auch verstanden, was sie gesagt haben. Wir sind hier vor Lachen gestorben. Also ich empfehle wirklich jedem, guckt diese Hall of Fame, ohne Witz. Wenn wir auch nochmal bei Doppel-Hall of Fame und auch ein Shawn Michaels ist mittlerweile Doppel-Hall of Famer. Und wenn wir dann, glaube ich, wenn wir dann noch, war er nicht noch in dem Tag-Team drin? Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ja, der kommt dann wahrscheinlich noch mit The Click. Genau. Ja, aber ihr habt jetzt nochmal jemanden vergessen, der jetzt auch Doppel-Hall of Famer ist. Bukati. Nein, Hitman Hart. Bret Hart. Ah ja. Stimmt. Bret Hart ist ja mit der Hart Foundation auch wieder drin. Korrekt. Und wir haben schon. Age, der in Zukunft vielleicht auch noch als zweites reinkommen könnte mit als Revolution. Zweites, drittes und achtes, wo der schon überall grundsätzlich Revolution drin war. Ja. Wir haben ja schon gefrotzelt. Irgendwann muss man gerade Ric Flair, glaube ich, so 1 bis 3 neue Finger annähen, damit überall ein Ring dran kann, weil der wird ganz interessant, weil der war ja gefühlt schon überall drin. Der war ja NWO, der war ja Evolution. Wo war er noch? Das kann man gar nicht alles zählen. Das wird lustig, glaube ich. Malu, was möchtest du sagen, außer Knack? Allerdings muss ich sagen, was wir auch vergessen haben, es wird wahrscheinlich auch in sehr naher Zukunft noch einen Doppel-Hall of Famer geben, wenn nicht sogar einen Dreifach-Hall of Famer, nämlich Triple H. Der ist jetzt mit DX drin. Der wird höchstwahrscheinlich für seine Einzelerfolge noch reinkommen. Und Evolution. Und Evolution. Das habe ich aber schon gesagt. Eben. Okay. Du hörst nicht zu. Eine Sache möchte ich tatsächlich noch erwähnen im Zuge der Hall of Fame. Es war die erste Hall of Fame, an der man tatsächlich auch was vom Ablauf geändert hat. War nicht immer ganz glücklich, weil man hat die Redner in den Ring gelassen. Natürlich alles ein bisschen bedeutungsschwanger, so nach dem Motto, sie dürfen nochmal den Ring betreten und so. Verstehe ich alles, aber je nachdem, auf welcher Seite des Rings du gesessen hast, war immer blöd, weil du hattest nur Rücken im Gesicht. Und natürlich, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist ein Schockmoment, den ich bis heute nicht verstehe. Eine Attacke aus dem Publikum auf Bret Hart während seiner Rede, wo ich mir so denke, was zur Hölle nehmen solche Leute für Drogen, um so eine Scheiße zu bauen, nur um 3,5 Sekunden Aufmerksamkeit zu haben und danach 3 Tage Kopfschmerzen, weil wir haben danach Videos davon gefunden, holla die Waldfee, wenn da jeder so zugeschlagen hat, zum Beispiel wie ein Zack Ryder, wie ein Dash Wilder, alter Schwede, der wird danach auf jeden Fall Kopfschmerzen haben. Zumal ich mich auch frage, was das Ganze dann für die nächste Hall of Fame dann zu bedeuten hat, weil wie wollen die das im nächsten Jahr verhindern? Das kann ich dir tatsächlich schon beantworten. Ich habe im Nachgang von WrestleMania einen Artikel gelesen, dieser typische Nach-WrestleMania-Artikel, was vor den Kameras nicht zu sehen war. Die haben einfach mal die Polizeianwesenheit verdreifacht während WrestleMania, nach dem, was den Abend vorher passiert ist. Die Zuschauer wurden 3-mal kontrolliert, bevor sie auf ihre Plätze durften. Also quasi so schlauchgangmäßig. Alle 500 Meter war ein neuer Bulle da, der in die Taschen gucken wollte. Und ich kann mir vorstellen, dass man das jetzt nicht nur bei WrestleMania dann in Zukunft so handhabt, sondern auch tatsächlich bei sowas Einfachem wie einer Hall of Fame, wo man ja eigentlich meinen müsste, da geht alles gesittet zu. Oder Hall of Fame auch nicht gerade so billig. Ja. Oder anderer Gedanke, man hält die Hall of Fame wieder intern, dass da niemand hin darf, außer denen, die da arbeiten. Für mich die einzige Konsequenz. Und weil ich das hier gerade in meiner Zusammenfassung noch sehe, ein ganz kleines Detail, auf das ich noch eingehen will. Es war so lustig, wie selbst bei der Hall of Fame mit diversen Fäden gearbeitet wurde. Es gab diesen Kamerawechsel zwischen The Miz und Shane, wo, wenn die Kamera auf The Miz war, die komplette Halle ausgeflippt ist und gejubelt hat, wie sonst was.
Irgendwann kam es dann auch zu dieser typischen Los-Knutscht-Euch-Szene zwischen The Miz und eben Maryse. Ja, und dann ist die Kamera halt auf Shane gewechselt und die komplette Halle hat gebuht wie sonst was. Und das haben sie dann 5, 6, 7 Mal gemacht. Irgendwann hat man dann auch darauf gewartet, dass ein Kussaustausch bei Shane und seiner Frau passiert. Der kam dann auch, aber das sah mehr so aus, als hätte so eine Mann-Mami ein Küsschen aufgedrückt, fand ich. Aber gut, er musste halt den Heel verkörpern. Und das Gleiche hat man dann vom natürlich hinter einem vor einem anderen Hintergrund zwischen Daniel Bryan und Kofi Kingston gemacht. Und das war so unfassbar lustig, weil gerade New Day haben so gute Laune verbreitet, weil Kofi hatte auch seine Kinder dabei und selbst die hatten mega Spaß bei den ganzen Aktionen, so Laola-Wellenmäßig. Das war einfach so unfassbar lustig. Guckt euch das bitte an. Ja, und wenn sonst keiner irgendwas Wichtiges zu erwähnen hat, würde ich das Ganze jetzt hier einfach auch schließen. Das war unser Rückblick und unsere Meinung zu NXT TakeOver New York. Wir dürfen gespannt sein, wie es für uns heute Abend, für euch wahrscheinlich auch, weil ich den Podcast jetzt gleich noch fertig machen werde, damit ihr ihn gleich noch kriegt, weitergeht. Und ja, wir hören uns dann am Sonntag schon wieder zum 3. Podcast diese Woche, weil die Woche los. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren, überall, wo es nur irgendwie geht. Lasst ein Like da, lasst überall ein Follow oder ein Abo da, je nachdem, wie das gerade da heißt, wo ihr seid. Macht es gut. Tschüss. Auf Wiedergehören. Ja, von mir auch. Hoffe, hatte Spaß zum Zuhören. Auch natürlich am Freitag beim Antucken und am Samstag beim Antucken der Hall of Fame. Wir hatten Spaß. Hoffe ihr auch. Macht's, wie Daniel gesagt hat. Und schaltet am Sonntag wieder ein, wenn das heißt Rückblick Wochenshow. Ja, ich halte mich mal ganz kurz und sag einfach nur tschö. Ich verabschiede mich dann jetzt auch. Jetzt darf ich endlich. Tschüss.